Was für ein tolles Kind. Und so weise. Das. Ah, das ist die. Töte die Priester und stiebe die Beweise. Die Opposition muss werden. Ja, das Kopfgeldproblem wird wohl erstmal bleiben. Besonders wenn ich jetzt hier anfange, Priester zu ermorden und Wahl zu klauen. Au, oh, ist dann natürlich, mach es leise. Sowieso unter am besten wäre. Ja, du meinst, es mal aufnehmen zu können, ne? Okay. Denn. Gut, das ist schön, dass wir es nicht geklärt haben. Dann schlachten wir mal ein paar Priester ab. Weiß ich nicht. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Oh, Scheiße, nee. Wenn ich die laut umbringe, ist es nicht schlimm. Nur ist sehr schwer, die laut zu kriegen, aber das ist eine andere Sache. So. Ah, danke sehr. Hallo. Gut. Guten Tag. Das müssen die Priester sein, die die Schläger angehört haben und so Gottes Willen suchen. Er wollte so Gottes loswerden, ne? Welche Neuigkeiten? Dann müsste er jetzt an mich loswerden. Und ich habe heute super gut gefrühstückt. Heißt, ich kann euch super gut umbringen. Praktisch, oder? Was denn? Das wird ihnen gar nicht gefallen, aber anders kriegen wir den nicht raus. Wir können das mit Morden schaffen. Hi. Guten Tag. Ich sag ja, wenn ich anfange, irgendwelche... Wenn ich einfach irgendwelche Priester grausam abzuschlachten, dann werde ich uns klar. Bei meinem Kopf gilt gerade weniger. Dann nehmen alle Priester tot sind, werden sie nicht mehr gegen Sokrates aussagen können.
Das stimmt wohl. Mein Kopf hat sich dann noch ein bisschen damit leider ein bisschen erhöht. Gut. Zurück zu Sokrates, ehe die Verhandlung beginnt. Du bist so sokratisch. Oh Gott, jetzt haben wir natürlich übel. Oh Gott, bis jetzt das Kopfgeld wieder los ist und das dauert ein bisschen. Wenn wir auf dem Weg irgendwie. Haben wir es so, wir haben das Geld, ja. Und so haben wir es normalerweise ja auch nicht. Insofern passt das schon. Meter, okay. Duppiduppidu. Alles sind wir wieder, alles sieht auch mal wieder hier geil aus. Ne, mal schön wieder alte Orte zu besuchen. Ja, haben wir alle was. Ich meine, dafür geht's noch, ne? Wenn wir ein paar Priester umgebracht haben und. Und sie das in die Luft gejagt haben, wie bescheuert, dafür geht das noch. Gott. $150 mehr noch, okay. Na gut. Bin hier gleich da. So. Oh, oh ne, oh, 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 Prometheus, der Schaffer des Menschen. Tschüss, ne, 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 wir wollen nichts zu tun haben. Nein, 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 nein. Ja, dann haben wir hier noch eine so eine Quest, ne? Das war dann genau das da hinten. Genau. Ja, hier haben wir noch was. Ja, hier haben wir auch noch eine. Und hier haben wir noch zwei Stück. Wir haben überall noch irgendwas von den Dingern, also nicht überall, aber wir haben noch ein paar. Also die Geschichten sind auch gut gemacht, muss ich ehrlich sagen, die sind doch immer... ganz gut in Szene gesetzt. Hallo Sokrates.
Sieht nervös aus. Sokrates, du bist hier. Das bin ich. Was ist geschehen? So schnell kann die Verhandlung nicht stattgefunden haben. Hätte ich die Gelegenheit gehabt, mich selbst zu verteidigen, wäre alles rasch vorbei gewesen. Doch leider ließ man mich schon vorher frei. Das sind gute Neuigkeiten. Offenbar wurden jene, die eine Anklage gegen mich vorbrachten, tot aufgefunden und ihre angeblichen Beweise gegen mich sind verschwunden. Das klingt eher, als würde jemand auf dich aufpassen. Es gab auch Leute, die gegen meine Verhaftung protestierten, wurde mir gesagt. Ich muss das fragen. Hattest du etwas damit zu tun? Musst du das wirklich fragen? Nein, aber du verdientest eine Chance, mir zu antworten. Und, hast du eine Antwort auf die Worte der Pythia gefunden? In der Tat. Ich dachte, es würde viel länger dauern, aber in dem Augenblick, als ich nicht mehr darüber nachdachte, traf es mich wie ein Blitz des Zeus. Teilst du nun die Meinung der Pythia oder nicht? Die Götter können nicht lügen, und doch weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich musste begreifen, was es für jemanden, der nichts weiß, bedeutet, wenn man ihn weise nennt. Ich erkannte, dass die Pythia zwar meinen Namen nannte, aber gar nicht mich meinte. Wen hat sie dann gemeint? Die Antwort möchte ich jetzt noch nicht laut aussprechen. Die Leute werden sie nicht hören wollen. Und ich muss bedenken, wie ich meinen neuen Glauben Athen vermittle. Was du auch glaubst, sei vorsichtig. Ich will nicht, dass du wieder verhaftet wirst. Wir sollten dich nach Hause schaffen. Dort hast du es bestimmt bequemer. In vielerlei Hinsicht wird dem so sein. Was den Rest betrifft, darüber entscheidet Xanthippe. Es ist schön, frei zu sein, aber ich glaube, Xanthippe wird sich nicht freuen. Diesmal hat sie allen Grund, sauer zu sein. Wir streiten oft darüber, dass ich vorsichtig sein muss, was ich wann und wo sage. Jetzt wird sie das noch viel öfter ansprechen. Das klingt nicht sehr unterhaltsam. Oh, du missverstehst mich. Ich liebe das. Tust du? Die Leute sehen Xanthippe und glauben, es wäre ihre Schönheit gewesen, die mich anzog. Aber ich lechze nach ihrer Streitlust. An mir gefällt die nie jemandem. Wenn meine Meinung angezweifelt wird, hilft mir das, sie zu verfeinern und als Person zu wachsen. Und ihr gefallen diese Streits auch? Oh, das bezweifle ich. Aber in diesen feurigen Momenten ist ihr Geist am stärksten, wie ein ungezähmtes Pferd. Sag ihr das mit dem Pferd nicht ins Gesicht. Ich fürchte, dein Rat kommt ein bisschen zu spät. Sokrates, du bist einmalig. Was? Bring dich in Sicherheit. Ja, ey! Ernsthaft. Das ist der andere. Hey! Manchmal schwer zu sagen. Gehen wir schnell zurück, bevor noch mehr passiert. Würde ich auch sagen. Ah ja, aber Sokrates muss wirklich mal aufpassen, was er wo sagt. Können ja nicht jedes Mal befreien. Ist ja das. Und jedes Mal kann man ihn nicht befreien.
Du bist zurück. Endlich. Ich bin bereit, wieder nach Athen zu gehen. Ich habe genug von Phokis und diesem Gerede über die Pythia. Es wird dich freuen zu hören, dass ich ihre Worte nicht länger brauche. Ah, dann hatte diese ganze Sache ja doch noch etwas Gutes. Da fällt mir ein, ein Schüler von dir hat Notizen von deinen Lehren gemacht. Er wollte, dass du sie bekommst. Warum hast du das getan? Niemand bat ihn darum, meine Worte niederzuschreiben. Und wenn schon, heb sie doch auf. Teile sie mit anderen. Ich kann nicht, wegen einer Geschichte, die man mir als Junge erzählt hat. Was war das für eine Geschichte? Der ägyptische König Thamus erhielt Besuch vom Gott Teut. Teut bot dem König die Erfindung der Schrift an und sagte ihm, es wäre ein Wundermittel, um die Erinnerung und die Weisheit zu bewahren. Doch Thamus lehnte ab. Er glaubte, die Leute würden ihr Gedächtnis nicht mehr benutzen, weil sie einfach alles nachlesen würden. Niedergeschriebene Worte, so dachte er, bergen keine Weisheit, sondern erwecken nur den Anschein. Du willst nicht, dass deine Worte aufgeschrieben werden, damit andere nicht so tun können, als wären sie schlau. Wie Tiere in einem Bild bleiben die Worte unbeweglich. Stellst du ihnen eine Frage, verharren sie in würdevollem Schweigen. Und ganz gleich, wie oft man fragt, geben sie doch immer nur dieselbe Antwort. Sie können ihre Botschaft nicht verteidigen. Das ist der Teil, der dir gefällt. Die Verteidigung deiner Worte. Jeder, der spricht, sollte seine Worte verteidigen, wenn sie hinterfragt werden. Deshalb spreche ich, anstatt zu schreiben. Und deshalb werden alle Worte, die meinen letzten Atemzug überdauern, die sein, an die sich die Leute erinnern wollen. Diese Worte werden wahre Weisheit sein und nicht nur eine Illusion. Was wirst du nun tun? Wenn ich zurück in Athen bin, werde ich vieles zu bedenken haben. Du wirst doch auf dich aufpassen, oder? Wenn ich mich entscheiden muss zwischen Schweigen und Sicherheit oder Sprechen und Gefahr, wird mir die Wahl nicht schwerfallen. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du frei bist. Ich auch. Aber da wäre noch etwas, wenn du gestattest. Ich kann dich wohl kaum aufhalten. Wir glauben gern, dass Taten stets ein Fortschritt sind. Aber in Wahrheit geht es meist um Kontrolle. Je mehr wir handeln, desto mehr Kontrolle scheinen wir zu haben und desto weniger überlassen wir anderen. Doch wenn wir zu fest zugreifen, zerquetschen wir, was wir bewahren wollen. Und das heißt? Das heißt, dass sich das Leben manchmal entwickeln muss, ohne dass wir den Ausgang beeinflussen. Das merke ich mir. Das hätte ich fast vergessen. In deinem Brief schriebst du, du müsstest mich etwas fragen. Was denn? Weißt du, das habe ich inzwischen vollkommen vergessen. Pass auf dich auf, Cassandra. Halt dich aus Ärger raus, Sokrates. Sehr gut. Hätten wir die Quest auch mal aberledigt. Wo ist das eigentlich? Hier. Ein bisschen dann dauert noch ein bisschen. Ein Sturm braut sich zusammen. Das wäre dann die nächste. Treppen zum Olymp, was? Ah ja, den Speer verbessern, naja. Genau. Ja genau, in Korinth, da waren wir doch schon, ne? Korinth, wo war aber nicht Korinth? Hier.
Da würde mich nochmal was interessieren. Das mit dem Kultisten lässt mir auch noch keine Ruhe, ne? Weil wir dann die nächste Blutlinie ja auch schon bald fertig hätten. Das wäre doch ganz geil, wenn wir die nächste Blutlinie fertig bekommen würden. Das wäre auch noch ganz nice. So. Kann ein Korrent gekauft werden? Ah, wo ein Korrent? Wo ein Korrent kann man was kaufen? Wo ein Korrent, also. Hat der vielleicht irgendwas? Ein Hinweis, ein Korrent kann gekauft werden. Scheiße. Ernsthaft jetzt? Ach komm, weil ich da hingesprungen. Boah. Ey, ist das nervig manchmal. Ne, würde ich manchmal echt bescheuert, aber. Ja, ist gut jetzt. Hallo. Da kann ich nicht abhauen, ne? Soll, nochmal machen. Auf jeden Fall dran. Was denn jetzt? Nur einen Scheiß Hinweis kaufen. Sei gegrüßt. Hab einen guten Tag. Danke. Jetzt habe ich ihn was. Ah, ich hab dich. Leere Worte bleiben besser ungesagt. Was soll ich machen, um ihn zu kriegen? Wen haben wir ihn jetzt? Kämpfe auf dem Dorf von Acharya für Athen. Ja, okay. Acharya. Was ist hier, ey? Ja, okay, bis wir das denn, erreicht haben, dauert ja noch ein bisschen. Aber gut, wir haben ihn ja zumindest. Das ist schon mal sehr gut. Der Anführer von Biotin. Da waren wir noch nicht, ne? Nee. Ah, nee, da kommen wir doch hin. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ja, machen wir dann, ja gut, dann haben wir hier noch was, hier haben noch einiges zu tun. Ja gut, beim nächsten Mal machen wir ihn hier weiter. Wenn wir jetzt aufhören. Oh, nee, da machen wir nicht weiter. Wo machen wir weiter? Wo ist Fokus? Da. Nächstes Mal machen wir hier weiter. Und dann, ja, haut rein. Zum Glück haben wir es so schnell gefunden. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ja auch beim nächsten Mal geht's weiter. Also morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Pyrus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Pyrus.